Servus Basitox hier und somit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout. Heute ist wieder der liebe Oli dabei. Und wie immer eigentlich. Und wir haben letzte Folge, also nach der letzten Folge, noch ein bisschen unser Haus ausgebaut. Der liebe Oli hat dekoriert, was komplett unnötig ist, aber gut. Wunderschön dekoriert, hast du vergessen zu sagen. Ja, halt der Maul. Spaß. Nein, auf jeden Fall haben wir hier jetzt ein schönes Lager, haben einiges gebaut, haben hier draußen, hat Marco Tourist aufgestellt und wir haben hier unsere eigene kleine Farm für die Apokalypse aufgebaut. Ja. Ja, wunderschön. Ja. Und dann haben wir jetzt gesagt, wir gehen machen das letzte Abreise. Informiere dich über das Imp-Projekt. Und dazu müssen wir wohin? Okay, wieder nach Morgentau. Oh, Protektorat! Oh Gott! Juhu. Oh, bruh. Unten, da kommt noch einer. Da unten kommt noch einer. Die Laserpistole ist so nice. Freut mich für dich. Oh, ich glaube, da brauchen diese Fusionszellen für die Laserpistole. Da habe ich richtig viele weggelegt. Kannst du dann haben. Und weiter. Ja. Weil es halt ein Zombie hat sich getarnt als ein von diesen Dingern. Ist ihm einfach seinen Kopf abgehauen. Säcke. Ach, das ist wieder dieses das hier mit den Zelten. Jetzt sind wir wieder in der Sekten-Zombie-Stadt. Ah ja, und ich habe nochmal nachgeschaut, es gibt wirklich so Sekten. Also zum Beispiel dieses Drachending, das wir letztens gesehen haben. Das ist ein Scorch, wie es heißt. Zombie? Von rechts auf. Hä? Ja, hier in dem Turm. Ah, da warte. Genau. Sekte, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, die Scorch irgendwas. Hier drin geht's hoch. Warte, das interessiert mich jetzt. Das ist so eine Art Aussichtsturm. Zombie? Oder? Down. Okay, lass uns wieder runtergehen. Hey Junge, wieso rüttelt denn hier alles? Hey, die rüttelt alles? Ja, keine Ahnung. Hubschrauber. Die werfen Sachen ab. Die landen hier. Ja, ich habe eine Ressourcenanfrage gemacht. Wahrscheinlich bekommen wir jetzt so. Ah ne, die schießen doch. Hä? Die lassen landen. Ich glaube, die bringen uns was, oder? Da unten laufen schon wieder Zombies. Die machen Auge. Die gammeln da jetzt so hässlich rum. Wow. Das ist einfach so eine Drohne. Springen hat ja wieder gut funktioniert. Hier ist safe übel viel Zeug. Guck mal, wie das hier aussieht. Ja, das können wir mal irgendwann machen. Ah, links von hinten. Okay. Wie viele Zombies sind das? Kann mir das mal bitte jemand erzählen? Fuck, meine Pistole ist... Die kommen aus allen Löchern, Junge. Aber die Bots kämpfen gegen die, ja. Ah, nee, das sind unsere Deprocted. Oh nee, da fliegt wieder dieses Viech rum. Wo? Da oben. Ich sehe das halt echt nie. Es fliegt in den Bäumen. Ah, da. Ja, dann wird es halt jetzt ein kleiner Bosskampf. Ja, aber das Ding ist übel stark, oder nicht? Ja, sehr klar. Es ist komplett irre. Also die Bots schießen auf die Flugzeuge, die Zombies greifen die Bots an, die Zombies greifen uns an, wir greifen die Zombies an. Jetzt bin ich einfach nur verwirrt. Ich habe keine Muni mehr. Und nichts zu essen. Versteck mich kurz und ess mal was. Brandbeast. Ah, wow, jetzt greifen die Helis auf dieses Viech an. Boah, was haben die Helis eigentlich für fucking Probleme? Eine riesige. Warte, ich greife jetzt mal die scheiß Zombies an und mach die fertig. Sind da noch welche? Ja, klar. Ah, lol. Super, alle tot.
In 10 Sekunden kommen weitere Gegner. Wellenverbrannter. Da steht, besiege Wellenverbrannter 1 von 5 und wir haben erst eine. Also, wir sind wieder in diesem Kackflughafen drin. Wo ist die Quest, Alter? Die ist hier. Komm, schnell, schnell, schnell dahin. Wir wollen die jetzt fertig haben. Ich habe keinen Bock mehr. Ach nee, jetzt sind hier wieder überall diese Zombies. Die verwirren uns jetzt wieder, weil die auch diese Questzeichen haben. Oh Gott, die machen übel Auge. Positiv, kannst du ein bisschen leveln. Super. Darf ich auch Small kriegen? Ja, schieß doch. Ich muss jetzt einen Nahkampf machen, ich habe keine Muni mehr. Mit der Axt kannst du die übel zerstören, die Zombies. Die kommen auf die Axt gar nicht klar. Ich hab's. Oh, fuck, die sind bei mir. Kriegst du die? Aua, ich sterbe. Ich sterbe. Jetzt. Okay, ich hab's. Ich habe halt gar keine HP mehr, ne, Marco? Oh, diese Helis, fuck, wieder. Guck mal auf meine HP, bitte. Ja, ich bin auch nur noch halb voll. Ich geh mich umbringen und dann respawn ich wieder. 3 hours later. Aber der Heli hat mich einfach mit ihrer Brandbombe gekillt, so ein Arschloch. Ich bin wieder gespawnt. Cool, das darf ich alles rauspitzen, du Affe. Beep, beep, beep. So, ein Zombie erledigt. Ah, Digga, jetzt nerv doch nicht. Du bist tot, du kleiner Affe. Diese Zombies sind so penetrant nervig. Wie HP hat der denn? Ja, den hab ich, Mario, geh irgendwo rein, wo du sicher bist. Ja, wir haben's, oder? Hole deine verlorene Beute zurück. Da. Aber die sind immer noch böse mit uns. Ja, auf dich vielleicht. Schießen die Helis nicht auf dich? Ja, auf mich schießen die Helis immer noch nicht. Weil ich halt wahrscheinlich. Was machen die denn jetzt, Alter? Die sollen uns das Zeug bringen. Oh, das ist ein Frachtbot. Frachtbot. Ja, sie droppt was. Ehre. Ich kann da nicht hingehen. Frachtbot steht da. Ah, jetzt. Ah, jetzt hat's. Zum Glück Stimpack mit X Stacheldraht, da ist ja gar nicht so viel Zeug drin. Wow. Ja, aber wahrscheinlich ganzes Zeug. Jetzt verzieht euch. Ja, lass uns durchziehen jetzt. Du legst halt einfach nur noch weg hier. Ich habe gar keinen Bock mehr jetzt. Gonna go fast. Ich hoffe, die Dinger verfolgen uns jetzt nicht bis nach Hause. Aber, ja, nein, nein, nein. Aber wir wollen ja wieder hier zurück. Ich habe hier noch jede Menge Loot. Stell du dich mal hierher. Ja, ja, ich kann aber nicht alles mitnehmen. Ja. Ja, weil ich zu voll bin. Wenn man voll ist, kann man doch nicht reisen, du Mario. Ja, ich glaube zum Lager eben schon, aber es sind halt zu viele Feinde in der Nähe. Ja, bei mir nicht. Warte mal, dann gönne ich mir jetzt erstmal mein Ganzes. Super, mein Zeug ist alles nicht mehr da. Geil. Ah doch, jetzt. Facts. Okay. Ich habe jetzt schon noch mein Zeug dabei. Und jetzt versuche ich schnell zu reisen. Schnellreise. Oh. Du bist überladen und kannst nicht schnell reisen. Oh, okay. Jetzt komm mal her, Mario. Bitte da, wo wir vorher waren. Okay. Ja, ich habe eine Idee, wie wir es hinkriegen. Das ist nicht schwer. Ja, ja, keine Ahnung. Du bringst dich um. Nee. Dann spawnst du beim Camp wieder. Nee. Schmeißt raus und machst eine Schnellreise zu mir. Komm einfach ran hier. Perfekt. Da liegt jetzt alles am Boden. Ich porte mich schnell rüber. Dieser Lärm nervt auch ohne Spaß. Schnellreise. So. So, jetzt bin ich bei unserem Ding. Du hast 8 King.
Jagdgewehre, 3 Pumpguns, Impro-Revolver mit Leuchtvisier. Okay, jetzt schmeiß ich das erstmal in die Kiste rein. So, Inventar, Gesamt- und Schrottlagern. So, jetzt komme ich wieder zu dir. Moro, Schwippel, schnelle Reise. Mein Bildschirm ist noch schwarz. Okay. Geil, ich bin bei der Universität. Waffen, schnell. Schau die gerade, Mann. Meine Fresse, das ist nervig. Das war aber zu gut. Wir haben noch mehr gute Leute im Kampf. Aluminium-Dose. So, ich bin nämlich schon übervoll jetzt mit dem Zeug, was ich habe. Ich muss jetzt schon wieder was weglegen, um wieder zu reisen zu können. Ich hab so viel weggelegt. Ja, hab ich ja. Ich drop dir das Zeug, du nimmst es mit, du wolltest ja eh zu Fuß gehen. Ja. Komm rein hier, dann sammel das auf und dann lass ich fort dich nicht. Junge, ich hab doch gesagt, ich will hier die Dinger fertig machen, also du kannst du laufen. Was hast du denn da Wichtiges überhaupt drin? Nimm einfach. Das ist nicht mehr viel. So, und jetzt kann ich mich porten und du kannst dein Zeug machen, was du machen wolltest. So. Schnellreise. So. So, Leute, an der Stelle würde ich auch mal sagen, ich beende die Folge jetzt mal. Sonst wird das hier zu viel Chaos und zu viel, keine Ahnung was. Ja, Todas, jetzt schnell die Folge. Wie wenn die Folge beenden, ich alle Zombies umbringen würde. Also, okay. Wir würden sagen, wir sehen uns nächstes Mal. Leider diesmal kein Marco, der winkt. Belastend. Ciao, Leute.